Basketball und wie ihr erkennen könnt, sind wir für euch da mit dem nächsten Schuhtest. Natürlich an allererster Stelle möchte ich mich bedanken bei Basketball Direkt, die uns das immer wieder möglich machen, uns da mit den neuesten Sneakern und den neuesten Modellen zu versorgen. Checkt auf jeden Fall Basketball Direkt ab. Alle Sneaker, die ihr hier im Test seht, findet ihr auch unten in der Beschreibung mit dem Link. Und mit dem Code PaulGudde bekommt ihr dann nochmal weitere 5% auf eure Bestellung. Wir haben heute für euch das Aushängeschild, wenn es um Basketball geht, im Hause Nike, wenn wir weg von den Signature-Schuhen der NBA-Spieler kommen, und zwar den Hyperdunk. Mittlerweile, und da merke ich auch wieder, dass ich vielleicht schon ein bisschen eine ältere Generation bin als die meisten von euch, den Hyperdunk 10. Hyperdunk X, hier vorne könnt ihr es auch nochmal direkt sehen, das X steht natürlich für die römische 10 und tatsächlich ist die Hyperdunk-Serie jetzt schon 10 Jahre alt. Auf jeden Fall die meistgenutzte Serie, hat man immer wieder gesehen, egal in welche Ligen man schaut, der Hyperdunk ist mit der bekannteste und meistgenutzte Schuh unter den Basketballern. Ihr könnt es direkt sehen, wir haben den All-White Colorway zur Verfügung gestellt bekommen und wir wollen uns das Baby mal direkt anschauen, beziehungsweise bevor wir ins Detail gehen, erstmal ein erster Look. Wenn wir den vergleichen von den letzten Jahren, ist Nike sich dieser relativ simplen Linie eigentlich treu geblieben, wobei vom 2017er, vom letzten Jahr gab es zwei Varianten, ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern. Es gab einmal eine Premium-Variante, die mit Flyknit-Material ausgestattet war. Die war dann auch 40 Euro teurer als die normale. Und dann gab es noch eine Basic-Variante. Dieses Jahr gibt es nur diese eine Basic-Variante. Der Schuh ist auch schon ein paar Monate draußen. Deswegen können wir dann nicht erwarten, dass noch eine Premium-Variante rauskommt. In Low gibt es den allerdings auch. Das heißt, das sind die beiden Modelle, wo ihr die Wahl hättet, wenn es um den Hyperdunk 10 geht. Damit ihr Bescheid wisst, nicht wundern, wir gehen die ganze Videoserie beim Schuhtest jetzt ein wenig anders an. Das ist ja ein neues Format hier auf dem YouTube-Kanal, deswegen probieren wir ein paar Sachen aus. Wir haben bis jetzt die Tests immer komplett in einem Video gemacht. Das heißt, ich habe ein bisschen was über den Schuh erzählt, habe euch die Details gegeben, wie der Schuh aufgebaut ist. Dann habe ich einen Praxistest gemacht und danach nochmal das Feedback gegeben. Wir probieren das dieses Mal so aus, dass wir zuerst den Theorie-Part machen, den ihr jetzt seht, und in einem anderen Video dann den Performance- und Praxistest. Also ab jetzt splitten wir jeden Schuhtest in zwei Videos auf. Gucken wir uns als erstes das Material an vom Hyperdunk 10. Da fällt uns auf, dass es relativ basic gehalten ist. Also wenn wir uns den Hyperdunk letztes Jahr angucken, hatten wir noch die Premium-Variante, wo Flyknit verarbeitet worden ist, was natürlich unter den Ballern sehr gut ankam, weil es ist einfach ein sehr angenehmes Material und unter den Ballern sehr beliebt gewesen. Deswegen ist das hier schon eine reduziertere Version. Wir haben im Vorfuß Mesh, im Hinterfuß auch und in der Mitteleinheit sehen wir, dass Neopren verarbeitet worden ist. Und auch die Zunge ist komplett aus Neopren und hier so halb eingearbeitet, wie ihr sehen könnt. Am Ende gibt es dann nochmal, dass die Ferse gut im Schuh hält, so eine Heel Cap hinten aus Leder, auch nochmal verstärkt. Hinten gibt es einen Riemen, der einen den Einstieg in den Schuh auf jeden Fall erleichtern soll. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, weil es hier wirklich nochmal hinten reingeht, dass das eventuell eine Challenge ist, in den Schuh gut reinzukommen. Und dann sind hier oben die Seiten auch nochmal verstärkt mit so ein bisschen dickerem Padding. Das Ganze ist ja ein High-Schuh, wie ihr sehen könnt. Und oben ist es, fühlt sich relativ starr an. Da bin ich dann im Performance-Test auch mal gespannt, wie sich das nachher am Fuß macht. Als nächstes gucken wir uns die Sohle an. Natürlich sehr, sehr wichtig für die Baller, wie verhalten sich die Schuhe und wie gut ist die Traktion, sowohl drinnen als auch draußen. Und wenn wir uns die Sohle anschauen, ich finde es immer sehr nice, wenn man die Dinger aus der Box rausholt, ganz fresh, diese fast durchsichtige Crystal Blue-artige Sohle, das macht auf jeden Fall schon was her. Die Frage ist, wie verhält sich diese Sohle bei Hallenböden, die jetzt nicht sehr sauber sind, wenn ihr nicht auf Parkett spielt, wie die meisten von euch wahrscheinlich, sondern in Hallenböden, die auch schon mal dreckig sind, dann kann es sein, dass sie Fusseln und Staub ganz gut auffangen und fast schon anziehen. Und dann müsst ihr immer wieder wischen, dass ihr da die gute Traktion habt. Was dafür spricht, dass ihr sowohl lateral, also nach links und rechts, als auch nach vorne und hinten wirklich sehr, sehr guten Grip habt, ist diese leicht veränderte
Herringbone-Struktur. Also das hier, ich würde es als so wavy Herringbone beschreiben. Ne? Das sind wie so Wellen, aber man kann sich schon denken, und ich werde es ja gleich auch nochmal selber testen, dass wirklich der Grip sehr, sehr gut ist. Die zieht sich natürlich über die ganze Fläche. Ihr habt nochmal hier leicht ein, zwei Nike Swooshes drin, aber das macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck, und man kennt das von anderen Modellen, dass ihr mit der Sohle und dieser Grip-Variante sehr, sehr gut fahrt. Als nächstes schauen wir uns die Dämpfung an. Was bringt der Hyperdunk 10 an Dämpfung mit? In der gesamten Hyperdunk-Serie hat Nike ja mit verschiedenen Arten des Cushioning experimentiert und ist auch oft hin und her geswitcht. Diese Unkonstante sozusagen behält sich Nike bei. Gucken wir zurück auf die Vorgängermodelle, auf die beiden. Hyperdunk 2016 und 2017 ist Nike da auch hin und her gesprungen. 2016 gab es noch den Full-Length-Zoom, also einmal im kompletten Fußbett die Zoom-Dämpfung. Das ist damals sehr gut angekommen und ist für mich eigentlich auch die optimalste Lösung, wenn es um Cushioning geht. 2017 kam Nike dann auf einmal auf die Idee, React zu verbauen, was aber anscheinend nicht so gut angekommen ist, weil jetzt beim Hyperdunk 10 finden wir wieder die Zoom-Units vor. Aber keinen kompletten Full-Length-Zoom, sondern man hat dabei unterteilt zwischen einmal die Zoom-Unit hinten, wie wir es schon kennen aus anderen Schuhen, und vorne. Man muss sagen, dass hinten, es fällt einem auch auf, wenn ihr euch den Schuh anguckt, wie hoch hinten nochmal diese ganze, der Dämpfungsbereich ausfällt. Und ich habe teilweise gelesen, dass die Zoom-Unit hinten bis zu 14 mm dick ist. Also das ist schon eine sehr, sehr dicke Zoom-Einheit. Ich bin gespannt im Performance-Test, wie sich das nachher dann ausschlägt. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass für manche Spieler das so auch zu viel sein kann. Und im Vorderfuß ist dann nochmal eine dünnere Zoom-Einheit verbaut worden. Immer noch natürlich gut, immer noch höher als der Standard, sage ich mal. Aber warum man dann hin und her switcht und nicht nochmal gesagt hat, man verbaut Full-Length-Zoom, ich weiß es nicht. Jetzt habt ihr also einen Eindruck, was der Nike Hyperdunk 10 so alles mitbringt. Vielen Dank auf jeden Fall an Basketball Direkt, die uns das Ganze hier ermöglichen. Vom ersten Eindruck her ist der Hyperdunk 10 ein durchaus solider Schuh. Von den Materialien, die verarbeitet sind, und ich finde auch vom Look her eher basic als irgendwie abgefahren. Aber das ist ja auch die Hyperdunk-Serie, da weiß man, auf was man zurückgreift und worauf der Verlass ist. Und Nike hat jetzt darauf verzichtet, irgendwelche Premium-Materialien zu verwenden. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr guter Nike-Schuh, der bestimmt überdurchschnittlich in der Gesamtschuhwelt anzusehen ist. Was kostet das Ding? Gerade bei Basketball Direkt im Angebot für 125 Euro. Mit dem Code PAULGUDDE bekommt ihr weitere 5%. Also für 120 Euro ist es wirklich ein guter Schuh. Wenn wir jetzt nur auf die Materialien und auf den ersten Eindruck in der Hand eingehen. Ich werde den jetzt testen. Und dann gibt es auch nochmal in einem anderen Video den Performance-Test mit der kleinen Review, wie der sich anfühlt am Fuß.